Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und von Kobi aus der Historical Collection habe ich hier die 2982, den Sturmpanzerwagen A7V. Ganz genau so ist es. Guckt euch mal an. Da geht's mal los. Ich habe schon verschiedene gebaut. Ich muss mal gucken, welche Reihenfolge ich das zeige. Ich wollte mit dem hier anfangen. Ich denke, das mache ich auch so. Ich habe natürlich... Das ist einmal die Anleitung dazu. Hier oben seht ihr auch Great War. Das ist diese Historical Collection. Und da haben wir verschiedene Sachen zur Auswahl. Wir haben natürlich die Flugzeuge dazu, Sopwith Camel und dann natürlich den Roten Baron etc. Da gehen wir einmal quer durch, die zeige ich euch. Wir haben den Mark I, wir haben den Renault und wir haben den A7V. Das ist es eigentlich. Und deswegen gucken wir uns die mal so ein ganz klein bisschen an. Ich habe eine Box dazu. Das ist hier, oh, die glänzt. Aber voller Wäsche. So geht es am besten. Da seht ihr den einmal. Und mit ein bisschen Deko. Hier oben seht ihr auch genau die Flieger, von denen ich sprach. Auch mal auf einer Seite. Hier sieht man auch den Renault an der Ecke. Den zeige ich euch auch noch. Auf der Rückseite habt ihr immer noch mal ein paar Fakten zum Modell. Und dann hier noch mal ein paar Bilder. Und auch noch hier dann Bilder, wie das Ding tatsächlich aussah. Vollkommen wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Also. Die Anleitung von Kobi kennt ihr. Ich zeige es euch nur noch mal kurz. Hier ist auch ein gutes, da werden gerade die Ketten gebaut. Der letzte Bauschritt ist immer schon verblasst, nur der aktuelle ist farbig dargestellt. Das hat einen gewissen Vorteil bei einem Modell wie diesem hier, das grau und schwarz ist. Und dieses Modell ist grau und schwarz. Hier ist kein... Wie bei Lego in grün und rosa und blau und so. Nein, das Ding ist grau und schwarz und das war's. Da ist natürlich gut, wenn die Anleitung den letzten Bauschritt dann ausblendet, sozusagen farblich, damit man weiß, was man tut. Schöner fände ich es, wenn es nur abgemildert wäre, damit man sich noch orientieren kann. Aber es war kein Problem. Baut man entspannt auf. Es ist ein freundlicher junger Mann dabei. Der gewinnt keine Sympathiepunkte irgendwo. Er hat diese lustige Pickelhaube natürlich auf. Und ja, mit der klassischen Uniform, Messer dabei, Wumme dabei und ja, also es gibt echt schönere Figuren. Aber sie ist dabei, ich wollte es euch zeigen. Das Set hat 575 Teile. Zwei Teile sind Ersatzteile, das sind diese Kettenglieder. Oh super, ich habe was Schwarzes an, ne? Vor die Nase gehalten, dann wird es irgendwie gehen. Kettenglieder Vorderseite, Kettenglieder Rückseite. Ich hoffe, es hat ein bisschen fokussiert. Ich habe hier einen Stein. Ich setze da mal drauf. Die haben auf der Innenseite ja zwei Noppen. Nur damit ihr mal eine Idee bekommt. Ich hoffe, es fokussiert da drauf. Das ist dann die Innenseite, die über die Räder geführt wird. Die Noppen lassen sich sehr einfach bauen. Das ist gar kein Problem. Es sind 60 an der Zahl, die man hier verbaut. 30 für jede Seite. Hier ist eine kleine Kante. Hier ist dafür die Aufnahme. Und das setzt man im richtigen Winkel aneinander und das ist es gewesen. Also ist kein Problem, ist kein Gehake, geht nicht schwierig, passt schon. Der Vorteil ist, und das ist die große Sache bei fast allen Kobi-Panzern, vor allem bei den großen, dass hier, ich meine, das hier ist glatt einfach. Und der rollt hier. Ich mache gar nichts. Und der rollt auch so schon ganz am Anfang. Also wenn man einfach nur so weit ist, dass man gerade die Ketten rumgelegt hat, der noch überhaupt kein Gewicht hat, er rollt auch schon so. Da gibt es überhaupt nichts. Das ist nicht so, dass man das schiebt und dass man irgendwie Noppen reinsetzen muss und dass man griffigen Untergrund... Gar nichts. Ja? Der fährt einfach so. Und zwar ohne irgendwelche Probleme. Das ist eine ziemliche Brotbox. Wir messen sie mal aus. Panzer selbst 22, 23 cm mit Rohr und allem drum und dran 26 cm. In der Breite unten, dickster Teil, sind wir so bei gut 12 cm und in der Höhe hier in der Mitte auch so etwa bei 12 cm. In echt ist das Ding ja auch nur gut 7 Meter lang und irgendwie 3 breit, 3 hoch. Das ist ein größerer Sprinter, wenn man so möchte. Und da waren 20 Mann drin. Puh, gruselt es mich ja schon. Also, aber gucken wir uns doch einfach mal an. Sehr stabil, sehr stabil. Einmal von unten, das dann auch, also... Es läuft wahnsinnig gut, wenn ihr hier diese Räder drauf steckt. Das sind ja ganz normale Achsen, also es ist ein Plate Modified Pin, steckt ihr dann zwei von diesen Rädern drauf. Die drehen so leicht, null Widerstand, deswegen läuft es ja auch alles so gut. Und werden da lang geführt und sind überhaupt kein Problem. Funktionen,
Die Funktion an ihm ist, dass er halt einfach stabil ist wie ein Panzer. Verblüffenderweise. Wir haben hier die Hauptkanone, die kann man nach hin und her drehen. Und wir haben hier an der Seite die MGs. Kann man da drehen, hier drehen, dann hier nochmal und hier auch nochmal. Hier, wie gesagt, ist der Auspuff angebracht. Drin zwei Motoren da drin mit den ganzen Leuten. Und das in einer Art und Weise muss da drin gewesen sein, die man sich nicht vorstellen kann, glaube ich. So, und dann hier war Ein- und Ausstieg der Besatzung. Kann man eine Klappe aufmachen und man baut das genau gespiegelt eigentlich. Also die beiden Seiten, auch das hier, was man dann später draufsetzt. Ich gucke mal, ob ich dann am Ende ein bisschen zerlege, um euch nochmal eine Idee zu geben, wenn ihr noch keine Kobi-Panzer gebaut haben solltet. Ja, dann kann man das aufmachen. Also ich meine, da kann man genau nicht reingucken. Also ich sehe von hier nichts. Und es gibt sozusagen einen Innenraum. Und ihr habt dann hier oben natürlich auch noch, damit man ein bisschen sich nochmal gesamt, na komm her, gesamt orientieren kann. Das gibt es auch nochmal auf beiden Seiten. Kann man ja einfach nochmal solche Lupen aufmachen. Und ja, sehen geschlossen natürlich besser aus, gar keine Frage. Hier ist überall Zeug dran, ja, also Deko, Kreuze etc. Das sind alles Prints, alles. Es ist kein Aufkleberbogen bei dem Set dabei. So wie ihr es bekommt, ist alles fein. Hier sieht es auch richtig gut aus. Hier sieht es auch richtig gut aus, finde ich. Auch hier oben ist auch ein Print. Hier haben sie irgendwie mal getrunken dabei. Das finde ich echt schade. Der Versatz, das ist leider nichts. Leider sind es auch nur zwei. Ich habe ja gehofft, als ich am Anfang gemerkt habe, dass das schief ist, dass man irgendwo nochmal zwei benutzt. Dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht passen dann die zwei auch leicht versetzt. Dann setze ich die versetzten jeweils zusammen. Nö, es sind nur die zwei. Und es ist halt einen halben Millimeter verrutscht. Hier ist der Spalt so groß dazwischen. Da hätte mich das gar nicht gestört. Auf der anderen Seite schon. Jetzt war wieder der Punkt bei dem Opel Blitz, den ich euch gezeigt habe. Bauernkreuz an der Fahrerseite. Das Auto hätte ich gerne auch in Zivil gehabt. Da wäre ein Aufkleber sinnvoll gewesen. Einen zivilen Panzer habe ich jetzt noch nicht gesehen. Deswegen sind mir hier die Prints eigentlich recht. Das ist in Ordnung. Es ist vor allem halt hochwertig. Wäre jetzt dieser Versatz nicht da wieder. Aber der Rest passt. Er lässt sich super bauen. Wie gesagt, mir geht es ja hauptsächlich um die Stabilität. Und ich glaube, so wie ihr es zumindest mir erzählt, wenn ihr bei mir im Laden seid und die Sets kauft, der wird ja hingestellt, zusammen mit dem Mark I oder vielleicht noch mit dem Renault. Wie gesagt, in einer Art halt nebeneinander Diorama. Ich weiß nicht, je nachdem, auf was ihr Lust habt in der Vitrine. Das Bauerlebnis ist toll. Und hier übrigens, das sind auch wieder diese 2x2 Fliesen mit diesen Noppen drauf, die man auch tatsächlich erfüllen kann. Das ist recht cool. Die Fliesen sowieso, diese ganz langen Wedges hier, Wedge-Tiles, ein Traum. Also die sind echt richtig klasse. Das Grau ist ein anderes als bei Lego, aber trotzdem würde ich die Sachen bei Lego einbauen, weil diese Teile fehlen da unglaublich. Und diese Optik könnte man mit Lego nicht erreichen. Und die versuchen ja Panzer zu bauen ohne Ende, die Leute. Es gibt unglaublich viele Mocs mit Panzern. Da gibt es auch tolle Videos drüber, weil natürlich die Technik dahinter so aufregend ist. Ja, das ist der Knaller, so ein Ding zu bauen. Und wenn man das dann auch noch mit der Fernsteuerung hat, ich habe ja diesen, ich erzähle oft davon, diesen Technikpanzer, den ich euch noch zeigen möchte. Es funktioniert halt so gut. Es funktioniert so gut. Es ist wie gemacht für Bausteine, für Lego. Das ist super. Und Kobi macht es halt einfach echt gut. Kann man gar nicht anders sagen. Das Ding macht alles genau, wie es soll. Das hier ist übrigens nochmal das Dark Bluish Grey sozusagen von Kobi. Es hat ein bisschen einen schwarzeren Einschlag als jetzt das Dark Bluish Grey von Lego. Es geht ein bisschen mehr in das Kanonengrau. Und ja, wirkt einfach gut. Wirkt einfach richtig gut. Also von der Idee her, ich gucke auch, dass ich den mal vielleicht in meinen Laden stelle, dass man ihn mal begutachten kann. Also zumindest, ich habe ja immer mal ein Modell da, dass man sieht, wie die Ketten rollen. Und es klappt einfach. Es klappt einfach echt richtig gut. Jetzt nochmal kurz zur Konstruktion für euch. Wo zeige ich euch das am besten? Ich glaube am besten hier. Ich nehme jetzt mal ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, wie sauber ich den dann auch wieder auseinander kriege. Das hier unten wird ein bisschen eingehackt. Und jetzt sitzt halt das hier als stabilisierendes Element da drauf, damit das fest bleibt. Und da müssen wir gucken, ob ich entweder das abnehme oder ich nehme so ein Seitenteil ab. Vielleicht sieht es cooler aus, wenn ich so ein Seitenteil abnehme. Ich glaube, dann habt ihr ja, davon habt ihr mehr, als wenn ich da oben was abnehme. So, dann gucken, dass das hier mal so abgeht. So, das ist hier oben, das ist so ein gebautes Einzelteil. Und das habe ich jetzt natürlich ein bisschen auseinandergerupft. Aber ihr seht auch, das ist wie bei einem Flieger vom Flugzeug bei Kobi, aus vielen Schichten gebaut und deswegen halt einfach stabil. Hier oben sind die Hingeplates dran. Und diese Hingeplates werden dann hier eingesetzt. Und damit ist die Sache großartig.
Und so sieht er von innen aus. Und ihr seht, da ist kein Blödsinn verbaut. Da ist nichts merkwürdiges Buntes oder sonst irgendwas, was da nichts verloren hat. Der ist schwarz innen und er ist grau außen. Das ist nicht schwer, das versteht jeder und sieht halt einfach 100-mal besser aus. Weil jetzt kommt der Trick, wurde mir auch schon erzählt, ich hätte ja nicht damit gerechnet. Aber manche Kunden nehmen Klemmbausteine und bauen daraus was Eigenes. Ich lasse das mal sinken bei euch. So, gesagt? Gut. Das kann man mit dem. Man kann den auseinandernehmen, man benutzt die Teile, man baut ihn größer nach. Dicker, anders, keine Ahnung. Irgendeine Modifikation, Prototypen, ist davon, von dem Ding gab es ja eh nur ein Dutzend. Irgendwelche Prototypen, was ihr bauen wollt. Ihr zeigt mir immer Sachen, die ihr gebaut habt. Und das kann man mit dem. Das ist ein Top-Teilespender. Ein Top-Teilespender. Und hier seht ihr übrigens immer die Ketten. Und warte mal, ich könnte jetzt eigentlich mal schlau wie Schlumpf das hier auseinandernehmen. Kann ich es euch mal zeigen. Also das ist jetzt mal so eine Kette, die man hier so abnimmt. Und das hier, das ist ein Teil. Und ich meine, das läuft so leicht, so lang, so rund. Es ist einfach kein Widerstand in irgendeiner Form dabei. Die laufen hier einfach drum rum und freuen sich. Und es klappt. Und hier ist übrigens auch, ich meine, Luft umbaut, klar. Aber es ist mit gescheiten Bricks verbaut. Das sind alles massive Bricks, die auch durchgehen. Also man bekommt eine echte Steinemasse. Ich finde, es ist ein gutes Konzept. Er ist wahnsinnig beliebt. Das ist gar keine Frage. Ich habe den ja lange nicht gekriegt. Dann hat es irgendwie 3 Wochen gedauert, bis Nachlieferung kam. Ich versuche ihn immer da zu haben, aber es ist schwierig, weil er so beliebt ist. Genauso aber auch wie die aus dem Zweiten Weltkrieg natürlich. Ja. Die Klassiker sind der Sherman oder irgend sowas. Tiger, wollen wir gar nicht anfangen. Die World of Tanks gehen ein bisschen besser mit dem Nachschub. Deswegen mit dem Nachschub in den Nachlieferung. Und dann klappt das schon. Wir werden auf jeden Fall, wenn ihr einen haben wollt, ruft mich im Zweifelsfall einfach mal an und sagt dann, was ich vielleicht am Dienstag oder sowas, Mittwoch, sagt, ich hätte gern einen. Und wenn ich einen da habe, mache ich einen Namen drauf und lege ihn für euch hin. Kriegen wir alles hin, ist gar kein Problem. Und ich bin echt von den Prints beeindruckt. Die sind wirklich klasse. Also die sind einwandfrei. Schade halt der Versatz hier. Wo war es? Da. Der hat es irgendwie verbaselt. Aber könnt ihr mal gucken. Kommentiert mir doch am besten mal drunter, also für die anderen Zuschauer, ob das bei euch auch so war oder ob ich Pech gehabt habe. Weil bisher bei Singbao zum Beispiel bin ich ja der Glückspilz irgendwie auf dieser Welt. Ich baue alles, was funktioniert. Und andere sagen, dann hatten hier mal ein Problem, da mal ein Problem. Deswegen hier würde es mich mal interessieren, ob das Standard ist oder ob ich da Pech hatte. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Ich mag auch hier oben diese großen 2x2 Fliesen. Die Teil Modified. Die sind klasse. Das ist echt, das ist eine gute Farbe und wieder dieses Kanonengrau und die sitzen gut, sehen, also passt schon, geben dem einen guten Look. Also ich bin außerordentlich zufrieden und ihr definitiv auch, weil das ist ein außerordentlich gefragtes Modell und damit denke ich, werde ich starten. Ich zeige euch aber, wie gesagt, den Briten und den Franzosen dazu noch, gar keine Frage. Und dann bauen wir noch die kleinen Fliegerchen auf und dann können wir das hier mal drapieren. Ja, richtig, genau so machen wir das. Anleitung, wie gesagt, war spitze. Karton, steht ja immer ein bisschen was drauf, wenn man Fakten haben möchte, aber da ist... ich meine Wikipedia und ihr kennt euch im Zweifelsfall eh aus. Ich weiß ja, ich merke ja, die herkommen und sich für Panzer interessieren, die kennen schon alles und ich bin da nicht im Thema drin. Ich finde einfach nur, das Ding ist echt beeindruckend. Und das Modell hier auch. Also es ist vor allem 40 Euro Liste wieder. 600 Teile fast. Da kannst du echt nichts falsch machen. Ich hoffe, er gefällt euch. Kommt doch mal vorbei. Dann, vielleicht habe ich dann noch aufgebaut stehen. Manchmal verkaufe ich aber auch die aufgebauten Sets und sind sie leider weg. Aber ich habe, denke ich, auf jeden Fall irgendwas im Regal für euch. Da sind wir doch ganz sicher. Und ich habe natürlich auch die Legos da und die Lightstacks und die Singbaus und ab. Wir finden was und haben eine großartige Zeit. Da bin ich mir doch ganz sicher. Kommt einfach mal vorbei. Freitag, Samstag in meinem kleinen Lädchen. Es wird ganz wunderbar. Macht's gut.